Mein Name ist Marlen Menke. Ich leite das Marketing in Deutschland für Remeha. Ja, sehr geehrte Frau Menke, als Vertreterin von Remeha, wir freuen uns sehr, Ihnen den Preis in der Kategorie Heizung für den dritten Platz zu überreichen für das Brennstoffzellensystem Elektra. Und die Urkunde haben Sie ja schon erhalten. Genau. Das können Sie gerne zeigen. Wir freuen uns sehr. Vielen herzlichen Dank und ja, vielen herzlichen Dank vor allen Dingen an all die Leser, die dafür uns abgestimmt haben. Und ja, wir sind uns sicher, dass mit diesem wirklich innovativen Produkt, da freuen wir uns sehr, dass das mit dem dritten Platz gewürdigt wurde. Ja, das freut uns auch. Auch hier nochmal zur Kategorie Heizung, in der Sie den dritten Platz belegt haben, weil können Sie sehr, sehr stolz auf den dritten Platz sein, denn Sie haben damit 10 weitere sehr gute Produkte in dieser Kategorie tatsächlich hinter sich gelassen. Und das ist doch wirklich erwähnenswert. Da auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, Frau Menke. Ja, also vielleicht vorab, wir als Remeha GmbH, wir machen uns viel Gedanken, wie die Herausforderung Energiewende, wie wir die proaktiv mitgestalten können und sehen da einfach mehrere Wege, die dahin führen. Die Brennstoffzelle, die basiert auf Erdgas. Das heißt, sie wird mit Erdgas betrieben und macht daraus dann Warmwasser und Strom gleichzeitig. Das heißt, das ist eine sehr, sehr effiziente Nutzung der Primärenergie, die verwendet wird. In der Brennstoffzelle da drin findet eine sogenannte kalte Verbrennung statt. Also eine neue Technologie letzten Endes für den Heizungsmarkt, die ja vorher komplett eigentlich jetzt auf Gasbrennwertgeräte umgestellt ist, ist das sozusagen der nächste Quantensprung in der Heizindustrie, bevor dann zum Beispiel Kessel, die komplett auf Wasserstoff basieren, verwendet werden können. Aber da sind dann natürlich noch deutlich größere Maßnahmen in der gesamten Peripherie und im Gasnetz notwendig. Und ja, da freuen wir uns sehr, dass das auf so großes Interesse gestoßen ist. Und freuen uns über den dritten Platz. Dann noch ganz kurz, was machen Sie jetzt mit diesem Gewinn? Der wird in unserem Schulungscenter in Emstetten, dort haben wir natürlich auch die Elektra live und in Farbe am Laufen und da werden wir den Preis dann dazu hängen.